Oh, Lady Heart, je cherche une âme au cœur du soir. Kommen Sie her. So. Gehen wir da hier mit den ganzen. Ja, genau. Sie brauchen ja einen Beutel. Sie brauchen das Geld. Haben wir alles? Ja. Ja, genau. Und jetzt gucken wir mal. Tun Sie es einpacken, genau. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier alles haben. Ja. Und die funktioniert ja noch. Die hatten wir schon mal probiert. Ja. Na, das ist ja fein. Hatten Sie damals auch so eine? Ja. No. Ja? Wir haben hier noch eine Brotbüchse, Frau Bauer. Nö, Die war immer. Was war die? Beliebt? Ja. Genau, wir haben hier in der Einrichtung einen sehr hohen Anteil an demenzkranken Bewohnern. Ja. Demenzkranke Bewohner haben oftmals diese Herausforderung, dass sie eben ihren Alltag nicht selber gestalten können und dass sie nicht so richtig wissen, was sie mit sich anfangen sollen. Wir hatten am Anfang kein richtiges Rezept gehabt, wie wir mit diesen Bewohnern umgehen können, wie wir denen auch ein Stück Lebensfreude wieder schenken können und wie wir ihnen ihren Alltag gestalten können. Frau Köhnel, haben Sie als damalige Köchin auch mal Bratäpfel gemacht? Wie haben Sie die gemacht, Ihre Bratäpfel? Nee, ich hab's noch nie gemacht. Noch nie? Nee. Was haben Sie gemacht? Ja. Kennen Sie, wie hieß es? Pflaumenlöffel? Toffel. Pflaumentoffel, kennen Sie das? Pflaumentoffel? Das kennen Sie. Ja. Das haben Sie gemacht. Das haben wir gemacht. Ja. Ah ja. Die gab's auch auf dem Deskriptomarkt. Aber wir haben die auch selber gemacht. Genau, die Erinnerungszimmer sind entstanden, nachdem wir hier uns ein Kino eingebaut haben und zur Kinopremiere uns einen Motorroller der 60er Jahre hier hergestellt haben, als so ein bisschen optisches Highlight. Und darüber bemerkt haben, dass gerade diese demenzkranken Bewohner unheimlich auf diesen Motorroller reagiert haben. Sie wussten plötzlich über Funktionen zu berichten, haben Geschichten erzählt, wie sie mit ihren Freundinnen ausgefahren sind. Und das war natürlich sehr spannend für uns, weil der Schluss daraus gezogen wurde, dass wir offensichtlich über Gegenstände aus einer Alltagskultur die Leute ganz gut erreichen können. Ja. Und da war dann die Idee geboren zu sagen, also wir richten unser ganzes Zimmer, ein Erinnerungszimmer mit Alltagskultur, Alltagsgegenständen aus den 60er Jahren ein und konfrontieren die Leute damit. Ne. Und das hat ganz erstaunliche Effekte gehabt. Ich habe Ihnen heute mal was mitgebracht. Mal sehen, ob Sie sich noch dran erinnern können. Und zwar die Fernsehzeitung von früher. Wissen Sie noch, wie die hieß? Die FF. FF dabei. Genau. Können Sie sich sonst noch an was erinnern, was im Fernsehen kam? Kam auch immer samstags. Ich glaube, einmal im Monat. Auch eine bunte Sendung. Ein Kessel. Buntes. Genau. Was Ihnen sehr vertraut vorkommt, wo Sie sehr sicher sind, wo Sie auch ein gewisses Selbstbewusstsein entwickeln können, weil Sie halt mit Gegenständen arbeiten, die Sie einfach kennen. Und weil Sie Dinge tun, die Sie die letzten 60 Jahre lang auch getan haben. Von daher sehen wir hier im Ergebnis, die Leute essen wesentlich besser. Ja, sie trinken viel mehr. Sie zeigen Fähigkeiten, die sie sonst überhaupt nicht gehabt haben. Aber sie leben überwiegend in der Vergangenheit, in der DDR-Zeit. Dort haben die den Großteil ihres Lebens ja verbracht. Es ist ja so, dass das Langzeitgedächtnis bei Demenzkranken sehr gut funktioniert, das Kurzzeitgedächtnis eben nicht so richtig. Dass sie eben Verwandte und Familie nicht erkennen. Aber sie können sich sehr gut und detailliert an Sachen erinnern, dass sie früher eben im Trabant oder im Moskvitsch oder im Skoda an die Ostsee gefahren sind, haben dort Urlaub verbracht, im Trabant nach Ungarn gefahren, an den Plattensee, wird dann gesagt. Und ja, die Kinder, wie es in der Schule gewesen ist, die Kindergärten, die Einrichtungen, was gab es zu essen, wie war der Alltag? Die öffnen sich richtig und erzählen mit Freude und ja, man merkt das, dass diese Erinnerungen die Menschen wirklich geprägt haben. Okay, ich würde mir gerne was wünschen. Und zwar würde ich mir wünschen, dass es recht viele Nachahmer gibt. Ja? Dass es auch in anderen Pflegeeinrichtungen Leute gibt, die mutig sind, die sich auch mal was trauen, auch mal ein bisschen unkonventionelle Wege zu gehen.